Moin und hallo, willkommen bei einer neuen Folge 30 Minuten mit, wo ich euch aus meiner Spielebibliothek von A bis Z Spiele vorstelle, wie man sie in den ersten 30 Minuten erlebt. Heute möchte ich euch zeigen Defense Grid The Awakening auf der Xbox 360. Habt ihr Bock auf ein bisschen Tower Defense? Bleibt dran! So, da sind wir. Starten die 30 Minuten jetzt mit Game Sound. Wie üblich. Und starten mal. Wollen wir spielen? The Awakening. Den Story-Modus. Oh nein. Sie haben mich gefunden. Sie sind hier, unter der Erde. Wenn Sie meine Kerne stehlen, bin ich erledigt. Das ist aber nicht der Anfang. Müssen wir kurz zurück. Wir wollen spielen The Awakening. Dann ganz von vorne. Genau hier wollen wir beginnen. So. L, um uns umzusehen. Kriegen wir hin. Und gütiger, ist ein Weilchen her. Wo liegt denn das Problem? Die Aliens sind zurück, ja? Tja, nun, wir wussten, dass der Tag kommen würde. Es ist soweit. Genau aus diesem Grund wurde ich vor 412.806 Tagen in diesen Computer geladen, um Sie zu unterstützen. Ich war einst selbst an Ihrer Stelle, wissen Sie. Ich habe so lange gewartet. Okay. Kriegen wir alles hin. Dann wollen wir mal starten. Meine Güte, wie ich Himbeeren vermisse. Diese wunderbare Geschmacksexplosion. Verzeihung, im Lauf der Jahre haben sich wohl ein paar Spinnweben angesammelt. Aber eins nach dem anderen. Ich denke, ein wenig Übung kann uns beiden nicht schaden. Na, mach schon hinne. Das haben wir ja alles kapiert. Es ist Zeit, ein paar Türme zu bauen. Das verbraucht zwar Ressourcen, aber dafür sind Ressourcen schließlich da, nicht wahr? Sie werden versuchen, die Kraftkerne zu stehlen. Wenn ihnen das gelingt, werden sie fliehen. Wenn sie sie aber zerstören, bevor sie das Gebiet verlassen, kann ich die Kerne zurückholen. Okay. Wenn mir die Kraftkerne ausgehen, schalte ich mich ab. Opfern wir einige Drohnen, um ihnen etwas beizubringen. Sehen Sie gut zu. Ja, Ihre Angriffe haben übrigens auch einen Vorteil. Je mehr Aliens Sie zerstören, desto mehr Ressourcen kann ich aus den Trümmern bergen. Das ist doch gut. Speicherpunkt. Türme sind unverwundbar und besitzen unbegrenzt Munition. Sie können so viele Türme wie möglich platzieren, vorausgesetzt sie besitzen die nötigen Ressourcen. Wenn Sie einen Turm platzieren, zeigt der leuchtende Ring die Reichweite des Turms an. Ja, den haben wir ja. So, jetzt kommt der zweite Turm endlich auch mal zur Aktion. Wo bleibt Ihr Kampfgeist?
dann können wir auch schon einen neuen Turm bauen. Wir haben einen unserer Kerne. Ah, der kommt nicht weit. Da kriegt er auch schon Prügel. Das heißt, hier könnten wir noch einen setzen. Aber es ist eh die letzte Welle, deswegen. Jetzt kriegen sie gleich doppelt Prügel. Und alle Kerne gesichert. Lassen Sie uns mal sehen. Mein taktisches Aufklärungsnetz ist defekt. Das müssen wir ändern, nicht wahr? Ja, unbedingt. Einwandfrei. Verbleibende Ressourcen, Turmverkaufswert, verbleibende Kraftkerne. Passt. Okay, dann Story Nummer 2. Okay. Wirklich gar nicht schlecht. Wir müssen jetzt das alte Kommunikationszentrum reaktivieren, um zu sehen, was uns erwartet. Wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht aufräumen könnten. Ein kleiner Rat, falls Sie angreifen. Seien Sie gnadenlos. Genau wie Sie. Ach, was besonders wichtig ist, lebenswichtig, Sie müssen, Na, Inferno kriege ich hier nicht hin, so. Hier kriege ich aber noch ein Inferno gleich hin. 150. Können wir aber in der Zeit hier noch eingeschätzt bauen. Kommt hier nach an Inferno hin, hier auch, und den Rest ballern wir mit Geschütze voll. Das klingt nach einem Plan. So. Welle starten. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Sehr gut, da kommt hier dann schon wieder ein Inferno-Turm hin. Ich weiß nicht mehr, was wollte ich doch? Das weiß ich nicht, was du wolltest, Kollege. Bescheid sagen, das dickere kommt. Kriegen wir hin. Der erste liegt schon, der zweite auch. Und den schon aufmachen. Nein, Upgrade nicht möglich. Ah, kommt da noch eine Entfernung hin. Brennen wir die Balken mal um. Schick aus. So. Ah, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Manche Türme sind effektiver gegen bestimmte Aliens als andere, falls ihnen das bisher entgangen war. Ach ja, und die Positionierung ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Tut mir fürchterlich leid. Thank you.
Rifle Damage. Ohne Freund. 3 von 6, jetzt kommt Welle 4. Das Spiel speichert an vorgegebenen Speicherpunkten automatisch. Wenn sie besiegt werden, können sie das Spiel vom letzten Speicherpunkt aus fortsetzen. Okay. Sie können zu einem früheren Speicherpunkt zurückkehren, indem sie LB drücken. Okay, also nicht auszusehen LB drücken. Wenn sie einen Level vorzeitig verlassen, werden ihre Fortschritte gespeichert. So können sie das Spiel später von einem Punkt aus fortsetzen, an dem sie es unterbrochen haben. Wollen wir aber gerade nicht, denn... Dann wollen wir mal wieder aufräumen. Wir wollen aufräumen. So. Hier können wir auch mal ein Geschütz hinbauen und der kann auch mit unterstützen bleiben. Weil hier kriegen sie Doppelbrenner. Das ist auch gut. Können wir hier eigentlich auch machen, Doppelbrenner. Zur Begrüßung, einfach so mal was können. Was machen wir hier? Türme lassen sich recyceln. Wenn sie es mir befehlen, kann ich einen Teil der Ressourcen zurückgewinnen. Ich weiß. Ich will's aber nicht. Ich will die Wellen besiegen. No selling at this point. Oh, schön, Doppelfeuer. Können wir ja nicht auch machen, Triple Burner. Lohnt sich zwar kaum für die kleinen Wellen noch, aber spaßeshalber platzieren wir das alles. Den wird schon heiß um die Ohren. Hier können wir leider nichts platzieren. Aber wenn sie gleich zurückkommen, kriegen sie noch eine Packung. Passen Sie auf die Kerne auf, sie wollen sie stehlen. Durch. Da fehlt auch nicht mehr viel. Und bei ihm ist auch schon der letzte Funke geschlagen. Das heißt, hier können wir gleich den letzten Inferno bauen. Komm, einen killen wir noch. Ja. Dann gibt es eigentlich einen richtigen Brenner hier. 1, 2, 3. Ah, den wird. Den wird richtig warm ums Herz. Oh, der hat aber noch nicht viel abgekriegt. Naja. Der ist auch weg. Schaffen es aber trotzdem nicht mehr zurück. Die hatten gerade nur so ein Glück, weil die geschützt waren von den vielen kleinen. Deswegen hier, guckst du an. Der hat 2 Kerne. Jetzt geht Brenner Nummer 2 an. Und die Geschütze. Da, welcher ist er? Der macht mir noch ein bisschen Sorgen. Nicht wirklich. So, was sagt der? Oh, der könnte aber durchkommen. Aber auch nicht wirklich. Komplett gelöst das Level. Ah, da ist es ja. Jetzt sehen wir sie schon vor ihrer Ankunft. Arbeit. Super, Level 3 können wir jetzt machen. 49,6.
Was hatten wir denn da? 49,6. Okay. Hier haben wir gehabt 54. Okay, versuchen wir es nochmal. Vielleicht kriegen wir 56. Huhu, schauen wir mal, ob wir das Level perfekt hinkriegen. So, es geht hier hoch. An diesen Ort. Das ist tote ist die Zone. Forschungsstation, wo oh, das ist das Level, da erinnere ich mich noch dran. Wo ich hochgeladen wurde. Laser. Verursacht Hitzeschaden, die Feinde auch noch verbrennt, wenn diese. Nun, zumindest ist von mir mehr übrig als von den meisten anderen meines Alters. Nun denn, Sie müssen noch einige neue Tricks lernen. Wir können jetzt die Türme upgraden, die wir bauen. Mehr Feuerkraft, Reichweite, solche Dinge. Sie kriegen das schon hin. Inferno. Laser. Ist auch gut. Geschütz. Schauen wir mal, was das wird. ...15 Wellen müssen bestehen. Okay, da können wir sie außen rum locken. Verlieren wir aber 4 Geschütz. Wir lassen sie direkt durch die Mitte laufen. Dann haben wir 5 Geschütztürme. Okay. Wir können auch vorspulen. Machen wir das auch mal. Erledigen Sie die Mistkerle. Und dann gucken wir mal, wie viele Punkte wir ergattern können. So, hier machen wir eine Laserzone. 200 brauchen wir dafür. Geschütz, Laser, wir wollen aber ein Geschütz hier haben. Der ist down, der braucht noch. Der auch. Achtung, Sie haben einen Kern gestohlen. Ja, ich weiß, gar nicht geil. Das Aufbauen. Können wir hier auch noch einen Inferno eigentlich bauen? Komm, gib mir nur einen Punkt. Da fangen wir schon an. Ach scheiße, dass der schon so weit kommt, das freut mich gar nicht. Wir müssen hier unbedingt noch ein Geschütz bauen. Scheiße. Ah, Glück gehabt. Genau hinter den. Super. Dann bauen wir hier. Jetzt auch noch ein Inferno hin, oder? Geschütz und Laser. Machen wir hier einen Laser hin. Das ist auch scheiße. Hier ein Laser. Was zieht der Laser ab? Schon ordentlich. Gut, da
Das heißt, wir können hier auch noch einen Laser hinballern. Wenn Sie den Weg des Waldes durch Türme beeinflussen können, dann tun Sie es. Okay, nächste Welle kommt. Begrüßen wir die hier auch mal mit dem Laser. Nur um Hallo zu sagen. Okay, 124, das heißt, wir ballern hier noch in Inferno hin, so oder so. Hier noch, oder tun wir das erstmal? Wäre nicht besser. Reichweite. Machen wir das. Wie bleibt der noch? Oh, ein bisschen Energie hat er noch. Gegen uns beide haben Sie keine Chance. Hier rumlocken müssen. Hier machen wir auch nochmal einen Laser hin. Hey, ja, ich weiß mit Upgrade. Ah ja, ihn wollten wir noch upgraden, genau. So, und dann wollten wir hier vorne noch eine Bataillon hinmachen. Was haben die jetzt? Ach, das sind die gleichen noch. Moderat. Jetzt müsste hier vorne ja eigentlich schon gut einzupacken kriegen. Allen Shit. Drei Brenner. Plus Laser.
glücklich wollt. Sie machen sich bisher recht gut, aber werden Sie nicht überheblich. Ich sollte Sie warnen. Diese Aliens sind um einiges zäher als die anderen. Welches? Okay. Hier machen wir auch mal ein Geschützmanifest. Hier sollen auch noch Laser. Wir beschleunigen das mal ein bisschen. Dann sehen wir, wie weit die kommen, wie weit wir kommen. Und 300. Und upgrade den mal schnell. So. Moment mal. Die habe ich noch nie gesehen. Die Datenbank wurde um Alien-Informationen erweitert. Okay. Dann gucken wir jetzt, dass wir den Dicken jetzt platt kriegen. Ja. Unter der Hälfte. Dann wieder hoch. Ah, jetzt sind die da, ey. Das ist auch scheiße. Muss da eigentlich abgepasst werden. Jawohl. Genau so. Unsere Kerne, sie stehlen sie. Sollen sie, kriegen halt einen dicken Laser am Ohren. So, den upgraden wir noch. Da kommt auch noch Laser hin. Beschleunigen wir das. Ah, er schlägt doch schon gut zu, guckst du an. Komm hin, aber nicht mehr zurück. Upgrade nicht möglich. Das ist schon maximal. Den upgraden wir. Da bauen wir noch einen Laser hin. So, wie weit kommen sie jetzt? Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Achtung, sie haben einen Kern gestohlen. Selbst wenn sie den jetzt abballern, klauen die Kleinen den. Ich hab zu wenig getunt. Sie stehlen unsere Kerne. Aber egal. Es war kein Perfekt. Aber wir brennen den in den Scheiß vom Feld. Der Kern gehört wieder uns. Vorsicht! Diese Riesen kommen noch sind zwei nicht zu unterschätzen. Wir haben alle Plätze belegt. Jetzt können wir nur noch tunen. Zum Beispiel den. Na, wie viel Saft hat er noch? Kommt da? Ist da. Oh, da sind noch zwei. Guck's an. Zum Glück sind die genauso schnell. Sehr gut. War schon die letzte Welle. Der Bossplatte
Das Geschütz hat es diesem jämmerlichen Mistkerl ordentlich gezeigt. Leider haben wir 4 Kerne verloren. Aber es geht besser. Das wird sie eine Weile aufhalten. So, aber die 30 Minuten sind auch rum, liebe Leute. Ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick von dem Spiel zeigen. Aber wenn ihr genau solche Taktikfüchse seid, dann kriegt ihr das besser und vielleicht auch genauso gut hin wie ich. Aber verpasst meine anderen Videos nicht. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da und ein Like. Damit würdet ihr mir einen Gefallen tun. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.